Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator auf der Wasel Map. Ja, wir warten immer noch drauf, dass unser Händler hier mal den Laden öffnet. Ich habe leider immer noch keine Öffnungszeiten gefunden. Ist ein bisschen schade. Und dann könnten wir uns drauf einstellen. Aber da gibt's einfach nichts. Nee. Kann ich suchen, wie ich will. Da gibt's nichts. Naja. Dann werde ich mal kurz bei den Schafen vorbeischauen. Hier sauber machen, obwohl es eigentlich passt. Ich glaube, die können sowieso noch nichts aufnehmen. Ja. Und dann bleibt uns im Moment noch zu schauen, wie weit das Feld hier ist. Es ist Erntereife 2. Hätte ich eigentlich gern noch ein bisschen Zeit. So. Die Sonnenblumen werde ich erst bei 3000 plus verkaufen. So, und was sagt unsere Liste sonst noch? Nichts Gescheites da. Ja. Dann haben wir eigentlich nichts zu tun im Moment. So, dass wir... Was machen wir denn? Den 19. Was denn, wie ist es denn gedüngt? Düngen könnten wir. Dann müssen wir mal gerade den Düngestreuer holen. Und auf zum Düngen. Dann können wir nämlich da wenigstens noch ein bisschen produktiv sein, solange der Händler noch nicht offen hat. Und dann... Wenn der Händler offen hat... Oh, hier laggt's. Wenn der Händler offen hat, können wir unsere ganz... Das gibt's doch nicht. Hier ist ein FPS-Einbruch um 20. Wir sacken aber auf 16. So, wo habe ich jetzt den Düngestreuer versteckt? Ich habe keine Ahnung. Ah doch, ich glaube, ich weiß wo. Ich glaube, ich hab den da rein. Ja, da steht er. Gut. Können wir mal zum Düngen fahren. Das Feld mag ich ja gar nicht. Und vor allem, man sieht nichts. Also ich sehe nicht, wo ich jetzt dünge. Das finde ich eigentlich das Schlimmste. Aber naja, wir werden das Feld mal düngen, so gut wir können. Und, warte, wir kontrollieren erstmal. Ja. Und dann sehen wir uns kurz danach wieder.
Bis gleich. So, liebe Leute. Ich konnte das Feld nur auf gut Glück düngen. Wie gut es geklappt hat, sehen wir hier. Das sind noch ein paar ganz helle Flecken. Aber die sind eigentlich relativ wenig. Ich könnte mal gucken, ob ich die noch irgendwie regulieren kann. Weil es einfach so ist, dass ich nicht sehe, wo gedüngt ist. Ich glaube hier. Hauen wir den Düngestreuer voll leer. Ich sehe wirklich nicht, wo ich schon gefahren bin. Deshalb, ich kann nur übers Feld fahren und hoffen, dass ich die richtige Spur finde. Das ist halt der Nachteil bei so weit fortgeschrittenem Pflanzenwachstum. So, Düngestreuer leer. Dann war's das. Gucken wir nochmal. Ja, hier, das hier habe ich geschafft. Hier noch nicht. Aber das ist auch unerheblich. Daran sollen wir uns jetzt nicht aufhalten. Ich gehe den Düngestreuer nochmal füllen und dann fahren wir zu Feld 19. Oh, das war knapp. Damn it. Gut. Hier ging es, glaube ich, direkt zu Feld 19. Ich kenne mich immer noch nicht so gut auf dieser Karte aus. Crash. Aber doch, da hinten sieht es gut aus. Und falls ihr es nicht gemerkt habt, ich habe in den letzten Folgen einen kleinen Fehler gehabt. Und zwar hatte ich da die Zeit viel schneller laufen als fünffach. Und deshalb, ja, hat man da auch, deshalb sind wir jetzt schon so weit fortgeschritten vom Pflanzenwachstum. Man sieht es einfach nicht. Es war halt ein Fail meinerseits. Deshalb wird man jetzt auch nicht dreimal düngen können, denke ich. Weil das ist ja, soweit ich weiß, abhängig vom Pflanzenwachstum. Aber so ist es halt. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich das Feld hier möglichst gut hinkriege. Und dann sehen wir weiter. Das wird natürlich, ja, bei dem Feld geht es ja schnell. Dann wahrscheinlich nochmal eine Nachbearbeitung nach sich ziehen. Dass ich da auch nochmal gucken muss, wo war ich schon überall, wo war ich noch nicht. Aber diesmal lasse ich euch einfach mit dabei. Geht ja relativ flott. Möchte auch allen Zuschauern danken, die im Moment so aktiv sind bei meinen Let's Plays. Video Nummer 2 hat mich mega weggehauen. Es hat übelst viele Aufrufe gekriegt.
Es ist einfach schön zu sehen. Würde mich auch freuen, wenn ihr meine Let's Plays weiterempfehlt, weiter anschaut und einfach verbreitet. Twitter, Facebook, wo ihr wollt. Auf Twitter findet ihr mich auch unter VarunaMC und auf Facebook unter Varuna Minecraft. Das ist eben noch mein alter Name. Ah, hier haben wir sogar ziemlich gut getroffen. Da gucken wir nochmal. Ich würde sagen, das ist hier irgendwo. Ja, das passt. Dann fahren wir hier nochmal drüber. Und dann geht's zu Feld Nummer 30, glaube ich. Mal gucken, wie weit das ist, ob das auch schon so weit ist. Gut, das haben wir geschafft. So, dann Feld Nummer 30. Zack, zack. Ich muss zwischendrin mal was trinken. So, einfach mal quer über die Straße geheizt. Wenn ihr mal auf das Display schaut im Traktor, steht da Engine Hours 1,3, jetzt 1,4, aber hier unten rechts stand schon längst 1,4. Interessant. Oh, das ist auch schon soweit. Das ist doof. Aber da werde ich jetzt mal das erste Mal hier. Ich werde den Helfer in Anspruch nehmen. Weil der macht es einfach viel zuverlässiger wie ich, wenn ich nicht sehe. Und wir kümmern uns mal hier um diese Geschichte. Weil hier haben wir ja noch einen Haufen Equipment stehen, das alles weg muss. Das werde ich jetzt einmal gerade über die Straße fahren. Damit es weg ist. Ja, Warnlicht sollte man vielleicht einschalten. Nein. Nicht gegen die Mauer. Oh, was mache ich denn hier? Mein neues Equipment zerstören. War wohl doch keine so gute Idee, rückwärts zu fahren. So. Dann fehlt noch das Zeug für die Futterbearbeitung. Wir haben ja vor kurzem so viel Gewinn gemacht, dass wir uns das hier alles leisten konnten.
Und ja, das muss alles noch nach Hause. Hab mir natürlich überall gleich das größte Equipment gekauft. Oh, falsch rum. Ich möchte das natürlich beides vorne dran haben. Die Pöttinger lassen sich ja verbinden, das ist das ganz Geschickte daran. So. Dann können wir hinten nämlich gleich noch einen Ladewagen dranhängen. Dann haben wir zum einen ein Gegengewicht. Und zum anderen einfach einen guten Zug hier dran. So, und dann bringen wir das mal nach Hause. Mit dem Traktor geht es ja schnell, der fährt ja recht flott. Da sind wir nicht so lange unterwegs. Ich hoffe mal, dass ich den Weg nach Hause direkt finde. Ich glaube, wir müssen durchs Dorf durch und danach links. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und ich glaube, ich habe das schon noch so. Oh nein, was ist da? Ey, scheiße. Was los? Ey, ihr könnt doch nicht die neuen Autos kaputt machen. Die haben hier wirklich einen Crash gebaut. Ey, Alter. Und das sind NPCs. Der hier blinkt vorschriftmäßig. Aber natürlich hat dieser Van hier, der SUV, der hat natürlich Vorfahrt. Ey, Mann. Naja, die Polizei wird schon gleich... Oh, jetzt kommt da noch ein Auto. Na, wo soll ich denn jetzt hinfahren? Hinter mir auch noch ein Auto. Ah. Ja, okay. Müssen wir dran vorbei, können wir nichts ändern. Jetzt kommt noch eins. Ey. Und der kommt nicht rum. Hey, da ist doch Platz. Nein! Hallo! Was machen die denn? Muss ich hier? Ja, aber wo soll ich denn da hinfahren? Okay. Dann werde ich mal hier auf dem Gutshof wenden.